zu meinen Fahrenheit-LP. Tja, ich wollte euch nur eine Sache sagen. Wenn euch meine Videos gefallen, schreibt mir einen Kommentar. Und wenn ich Kommentare bekomme, freue ich mich. Und wenn ich mich freue, ja, dann mache ich Videos. Videos. Es hat gleich nachgegeben. Ja, und was ich sagen wollte, schreibt mir Kommentare, dann mache ich neue Videos. Dann fühle ich mich nämlich gut, wenn ihr mir schöne Kommentare schreibt. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Schreibt mir einfach Nachrichten und so und ich fühle mich gut. Und ich wurde oft gestimmt, dass ich das Fenster auf diese Weise öffnen soll. Fast hatte ich's. Und guckt euch an, wie stark Lukas ist. Naja, das hat man ja auch in meinem einen Part gesehen. Was Lukas alles drauf hat. So, offen. Und rein da. Das wird jetzt cool. Das wird jetzt schön. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Na, fürs Schlafen kann ich nichts tun, aber... Ja, Tiffany wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir was essen. Müsste ich jetzt nicht machen, aber... Lukas hat gesagt, er hat Durst und Hunger. Also gebe ich ihm auch was. Soll ja ein Film sein. Also, egal wie neutral wie das mit Lukas so ist, ich mache das so schön wie ein Film. Und er hat ja immer noch Hunger. Also, guck mal, guckt euch das an. Warte mal, das ist falsche Richtung. Jetzt guckt euch das an. Dieses kleine Ding da. Guckt euch das an, was das ist. Das ist Nutella. Ja, er isst Nutella und das klingt wie Kekse. Kann es vielleicht sein, dass unsere Freundin hier irgendwie Nutella mit Keksen puncht? Ah, my brain! Brain Stoker! Tyler guckt unter das Bett. Warum mal ein bisschen Fernsehen? Die extrem niedrigen Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend geschlossen werden musste. Restaurantmörder wurde identifiziert. Der Mann heißt Lukas Kane und war der Polizei bisher noch nicht bekannt. Ah, halte die Fresse. Er ist wichtig. Um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten von Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin. Von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Wow. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Mitgekriegt? Maya. Ein Spezialist für Maya-Zivilisation. Der muss wissen, was Quechnitlan bedeutet. Ich weiß, was Quechnitlan bedeutet. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Und ich muss sagen, Quechnitlan. Sagt es mir. Gefällt euch dieser Name? Sollte ich vielleicht mich so nennen? Später. Nein. Aber ich habe immer noch die Bitte. Nennt mich Draco, bitte. Äpfeldrache ist zwar mein Kanalname und so. Pieper Borba nennt mich Draco. Das ist leicht auszusprechen und so. So. Das ist mal wieder so eine Wartephase. Und ja, Lukas. Da muss man auf die Toilette. Nee, kann er leider nicht. Ja, cool gewesen. Und er geduschen. Nee, wir müssen jetzt wirklich noch auf was warten. Was mache ich jetzt so lange? Fernseher kann ich leider nicht mal anschalten. Hätte es anlassen sollen. Ach nee, das wird ja als dicke Trigger. Es dauert hier eine Weile. Ich kann das nicht triggern. Mit nirgends. Ich kann es nicht triggern, das wird einfach nach Zeit ausgelöst. Ah, ich habe eine Idee. Ich guck mal an die Tür. Und. Ja, das war ein Glück, mal wieder ein bisschen crashen. Mein Bild ist in allen Zeitungen. Auf der Straße könnte mich jeder erkennen. Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein. Lukas. Hier dürfte ich erstmal sicher sein. Ich werde auf Tiffany warten, bevor ich wieder gehe. Seht ihr, was ich meine? Wir müssen auf unsere süße kleine Tiffany warten. Ja, und jetzt kommt's. Puh. Hi, Schnuppelmaus. Guckt euch den Schatten an. Wo kommt das Licht hier? Was
Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Ja, mich auch. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Na hier. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Nur einen. Ist das wahr? Ja, aber nur einen. Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest. Lukas, ja. Du musst das erklären, ihm sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Natürlich. Leute, ihr kennt doch bestimmt von ihrer, als sie noch ganz Lukas, klein die Polizei. War, Versteckspielen. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany, und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Das ist ziemlich leicht. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Ihr guckt halt nie. Bleib. Lukas, ich kann Sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Ach ja, jetzt gibt's ein Versteckspiel. Und ich werde hier reinlabern in dieses Cutscene. Also eigentlich ist das ganze Spiel ein Cutscene. Ich kann nur in der Cutscene etwas machen. Frau Harper? Egal. Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Das kann man nicht ändern. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Oh. Wenn ich recht informiert bin, sind Tyler. Sie seine Freundin, oder nicht? Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Wir sind seit getrennt. Ungefähr einem Monat. Seit ungefähr einem Monat. Ey, haben Sie doch gerade gesagt. Von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Nö. Ich oder? War bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Nein! Ja, aber es ist... Dauert nicht lang. Das war jetzt irgendwie merkwürdig, oder? Dauert nicht lang. Das hat mich beim ersten Mal irgendwie total nervös gemacht. Ich weiß nicht wieso. Es klingt so... Ich weiß ja nicht. Es klingt auf jeden Fall einen total nervös machen. Wie das sich anhört. Dauert nicht lang. Ja, und... Es ist irgendwie hier extrem entspannend. Wisst ihr das? Wisst ihr... Falls ich irgendwie merkwürdig klinge. Ich bin gerade von meinem Praktikum zurückgekommen und ich bin total kaputt. Sie renovieren wohl, hä? Ja. Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus. Deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Wisst ihr, was ich übrigens bemerkt habe? In den, heißt jetzt nochmal, in Krankenhäusern in Amerika. Haben die immer Namen nicht von Ländern, nicht von Ländern, von dem Gebiet, wo sie sind, sondern von irgendeinem Heiligen oder so. Egal. Auf jeden Fall, uns kann ja eigentlich so ziemlich nichts mehr passieren. Er ist ja schon da vorbeigegangen, wo wir sind. Jetzt guckt er jedes Versteck an. Es gibt nur drei Verstecke, wo er nicht nachschaut. Hey, ich hab gerade das bemerkt, da liegt eine Kette. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Eine Karte? Ist es eine Yu-Gi-Oh! Karte oder ein Pokémon oder ist es eine Magic-Karte oder... Was für eine Karte? Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Nein, sind wir nicht. Doch, sind wir eigentlich. Eigentlich doch schon, oder? Egal. Tja, jetzt ist das schon die Hallo. Szene danach. Ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janos, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind. What the? Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der sechste. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Ich weiß nicht, das hat mich... Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Kane war der Mörder, das stand fest. Oh. Dennoch musste ich erfahren, was...
was es mit diesem seltsamen Kerstenmord auf sich gehabt hat. Schnauze. Das will ich sagen. Okay. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich sag's aber mal so. Hier werde ich nächstes Mal weitermachen. Das wird mich wahrscheinlich nicht aufregen, jedenfalls nicht sehr, aber es ist schon eine relativ nervige Stelle. Ihr werdet sehen, wieso. Es dauert eine Weile, aber man erfährt wieder was Neues. Das ist sehr schön, weil dieses Spiel, wenn es etwas hat, und es hat viel, dann ist es aber auch Story. Die Story ist so hammergeil und wartet es einfach mal ab. Schaut euch mein LP weiter an, schreibt mir Kommentare drüber und guckt es euch an. Ich werde morgen, gibt es wieder ein neues Special, ja kein Special, Skinless Battle wieder, mindestens 2 Folgen. Und